Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird dem Antrag der Linken selbstverständlich zustimmen. Ich will auf ein paar wenige Sachen noch eingehen und natürlich nicht alles wiederholen zum Thema Fracking, das ist völlig klar. Der entscheidende Grundsatz ist für uns, dass wir sagen, es geht nicht um das Thema billige Energie, das ist das Thema der USA, sondern es geht uns vor allem um das Thema sauberes Trinkwasser. Trinkwasser ist die wesentlich wichtigere Ressource für uns in Deutschland in einem dicht besiedelten Land als das Thema billige Energie. Die USA sind ein anderes Flächenland, da kann man unter Umständen auch anders drüber nachdenken. Ich halte es auch in den USA für falsch, aber dort könnte man zu einer anderen Abwägung ja unter Umständen kommen. Die Befürworter des Frackings führen an, dass sie sagen, das, was wir da reinpressen, holen wir mit der ersten Förderung ja auch wieder raus. Von daher verbleibt da ja nicht viel unten drin. Das Hauptproblem besteht in dem Moment, wo der eigentliche Frackvorgang läuft. Das heißt, ich bohre runter, durchstoße verschiedene Schichten, die normalerweise gegeneinander absolut abgegrenzt sind und erhöhe dann den Druck im System. Wenn in diesem Moment das Bohrloch nicht halten sollte, dann gehen diese Chemikalien in trinkwasserführende Schichten und das bereitet dann eben die großen Probleme bei der Verwendung des Trinkwassers in Zukunft. Fracking ist eine Methode, die allerdings auch bei der Geothermie mit angewandt wird. Auch da bei der Geothermie, bei Tiefengeothermie, das Thema Auslösen von Erdbeben, auch sowas kommt vor. Deswegen, wenn man mal weiter in den Süden der Bundesrepublik Deutschland fährt und sich mit Initiativen zum Thema Geothermie unterhält, dann kriegt man da durchaus einiges zu hören. Die sind alle Befürworter von Windkraft im Norden, weil die Geothermie da unten aus ihrer Sicht nicht das Richtige ist. Ich stehe allerdings nach wie vor zum Thema Geothermie und glaube, das ist eine wichtige Energiequelle. Und deswegen finde ich auch den Antrag sehr gut formuliert. Er sagt nämlich erstens nichts zur Frage, was damit gefördert wird, weil es auch nicht wichtig ist. Es geht um ein Verfahren und nicht um die Frage, ob wir Erdöl, Erdgas oder eben auch Geothermie zutage fördern, sondern er sagt ganz klar, Ausschluss mit giftigen oder wasserbelastenden Chemikalien. Und das muss selbstverständlich auch für die Geothermie gelten. Es gibt dort hoffnungsvolle Ansätze eines sogenannten Clean Frackings. Das muss man sich genau angucken. Und man muss es selbstverständlich immer im Einzelfall abwägen und dann zu einer Entscheidung kommen. Für Mecklenburg-Vorpommern stehen wir voll dahinter. Hier hat Fracking für Öl und Gas mit giftigen Stoffen, die in den Untergrund zu verpressen sind, auf keinen Fall etwas zu suchen. Deswegen werden wir diesem Antrag zustimmen. Danke.